Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Wo sind wir denn? Ich habe nämlich, Aufnahmesession nächster Tag. Am Anfang eines Let's Plays brauche ich mal so ein bisschen, um in ein Spiel reinzukommen. Jetski, da gab es gerade Schüsse. Können wir mal gucken. Aber wir müssten auch Funkturm. Was ist das hier? Die alten Marken. Kann ich die Waffe wirklich nicht wegstecken? Oh. Ah. Und nein, das wollte ich nicht. Wo ist mein Bogen? Hey du, ich könnte ja etwas Hilfe gebrauchen. Ja? Mein Bruder? Brother von der NASA Mother? Denn hier für ein bisschen Kohle finden. Goldkettchen. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Sicher. Da haben wir natürlich kein Auto. Das ist ein bisschen blöd, aber also, da ist er ja schon, ein Türmchen. In die Luft. Ich glaube, die freuen sich, dass wir das Gebiet hier befreit haben. Aber ich weiß, dass ich das Spiel früher echt geliebt habe. Aber ich muss auch sagen, es ist wieder so diese nostalgische Brille, die man einfach aufhat, ne? Oder weil man halt früher auch nichts anderes gewohnt war, sag ich mal. Für das Spiel damals und von der Grafik her war es ja damals einfach gut. Heute ist es ein bisschen schwierig, da man ja ganz andere Sachen gewohnt ist. Aber die Idee oder überhaupt das Spiel selber ist auch heute noch geil. Da kann man nichts gegen sagen. Grafisch, naja, man hat es halt besser in Erinnerung, weil da, zu damaliger Zeit war es halt das Beste. Oder eins der besten. $8. Wenn ich die Steuerung dann auch wieder ein bisschen flüssiger drin habe. Die ist aber auch irgendwie hakelig. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht könnten wir da mal Gameplay-Steuerung. Umsehen, Empfindlichkeit. Die ist mir eigentlich sogar schon fast zu hoch. Ich mach mal ein bisschen höher. Vielleicht wird's besser dadurch. Nicht wirklich. Ich mach sie mal weiter runter. Ich brauch das in der Regel nicht ganz so. Das muss ja auch ein bisschen zu meinen Bewegungen passen. Das macht ja dann keinen Sinn, wenn ich mich mit einmal nach links tippen um die ganze Achse gedreht habe. Feinde. Ich könnte schwören, es gab noch so eine Kamera, um Sachen zu markieren. Ich schätze, das war's nicht. Hat spätestens die Karte. Steuerkreuz nach oben, muss ich mir merken.
vergesse ich noch wieder. Sehr gut. Übergabeaufgabe, okay. Aber wir wollen ja hier hoch. Was haben wir denn da? Puma oder sowas, wie es aussieht. Könnte interessant sein. Überhaupt das Setting so. Du bist halt in einem voll geilen Paradies, machst Urlaub. Und dann bist du am Arsch. Was ist denn das da oben? Mit diesem Puma finden. So, mal gucken. Es gibt, glaube ich, eine Spritze. Okay, die sehe ich. Was ist das? Sieht aus wie eine Inka-Ruine. Was haben wir denn? Ah, guck mal. Ja, die sieht man. Ihr auf YouTube wahrscheinlich echt nicht gut. Vielleicht wenn ich hier... Ah, jetzt sind sie weg. Da ist das Vieh, was ich suche. Naja, ich hab's ja markiert. Können wir hier mal gucken. Da oben scheint nämlich irgendwas zu sein. Okay, an sowas hier erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Eisenflanke, ja, das brauchen wir nicht. Gegen Erste Hilfe kann man eigentlich nie was sagen, ne? Ist immer gut. Trophäe halten, Tintenkleckse. Tatau ansehen. Ah, oh, krass. Na komm. Cool. 120! Ja, leck mich am Arsch. Aber gut, wir sind gerade erst am Anfang, ne? Also. Ah, warte mal. Ist es noch markiert? Nee, ich sehe es nicht mehr.
Piercing. Das ist ein Komodo-Varan. Wo ist der Sack? Gejagter Jäger. Keine Ahnung, ob ich die bekomme, weil ich ein Raubtier bin. Ja, aber meine Beute. Ich find's auch toll, wie er jetzt einfach seinen Kollegen da liegen lässt. Ja, der ist tot. Ich will endlich nach Hause. Das ist eine Schildkröte. Wer im Dschungel überleben will, muss halt einfach. Scheiß mal auf Seven vs. Wild, Alter. Hier ist One vs. Wild. Jason. Jason vs. Wild. Pflänzchen sammeln. Warum kommt immer so eine düstere Musik? Abend. Jemand zu Hause? Hm. Wildschweinfetische, ob das... Kann ich hier runnen? Und da soll ich hoch. Hier noch irgendwas anderes, was wir Scharfschützen-Herausforderung? Ja, momentan nicht. Müssen wir laufen. Das passt hier irgendwie nicht hin. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich
destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie. Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Darf ich einfach reingehen? Naja, man könnte ein bisschen aufräumen, aber ansonsten, das Geld braucht er bestimmt nicht mehr. Ernsthaft? Ich bin der Typ, der aus dem Dschungel kam, aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Russian Wodka heißen die Zigaretten. Wie heißt der Drink? Was wir eigentlich mal gucken könnten ist, können wir was an unserem Rucksack? Ja, Brieftasche ist mir gerade relativ, ehrlich gesagt. Einfach Ziegenfell brauchen wir. Dann machen wir das auf jeden Fall schon mal. Müssen wir mal gucken, dass wir uns natürlich auch ausbessern. Weil ein Bogen mit 6. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Für Sie? Da war noch Geld auf dem Schreibtisch. Lasst mich rein. Pilze in der Tiefe. Doch nicht. Wir haben keinen Fallschirm oder sowas, ne? Versuchen, das ein bisschen Feuer abbremsen vielleicht. So. Boah, boah. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ach so, ja gut, in dem Fall. Geronimo! Eigentlich von da oben sehen.
kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Nee. Todessprung. Tja, Anspielung auf Assassin's Creed. Hätte jetzt nur noch dieses Pfeifen gefehlt. So, wo muss er denn... Ah. Dämpfe sind nicht gesund aus. Wow. Was ist das denn? Das ist mal neu. Tja. Drogen. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Warte, was? Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen. Und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Dr. Earnhardt? Hallo? Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Die Pilze. Da ist einer. Was zum... Nur Fledermäuse. Ui. Na? Nimm doch das ganze Scheißding mit. Da ist nur ein. Was ist, wenn sie noch eine Dosis braucht? Dann musst du wieder hier rein. Ein Lager. Wow, wie lange war ich da unten? Ah, Beuterucksack voll. So viel für. Ja, bloß nicht runterfallen jetzt hier.
auch schön. Einhard? Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh, oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Okay. Ist das wirklich Medizin oder knallst du dir die selber rein? Dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist... Grant, er... Hör auf. Daisy. Nein. Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Ganz deiner Meinung. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber drei meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes, dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin, ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Okay, gut. Wir gucken schon mal, wo es hingeht. Vielleicht ist es sogar noch besser. Wir brauchen halt mindestens mal hier so ein... verbesserten Waffengurt. Dafür brauchen wir Ziegenfell. Und Ziegen sind direkt hier unten. Glaube ich zumindest, dass das Ziegen sind.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin.